So, das Ganze wird hier von Jörun gemacht, der Talk gleich. Es geht darum, warum die digitale Revolution des Lernens gescheitert ist. Das Internet bietet ja viele schöne Möglichkeiten und da hätte man sehr viel verbessern können. Was man aber stattdessen getan hat, ist halt einfach die alten Vorgehensweisen ins Internet zu übertragen. Und ja, ich glaube, darüber geht der Talk. Dann herzliches Willkommen. Ich es höre. Können wir das noch ändern? Ah, können wir. Jetzt hört es sich aber an, als würde ich in der Tonne sprechen. Für euch auch? Die Hälfte sagt nee, die sagt okay. Sind Lehrer da? Da hält jemand den Arm seiner Nachbarin hoch. Da oben winkt. Ah, hallo. Welche Fächer? Sind sonst wie pädagogisch tätige Menschen hier? Computerkurse geben mal außen vor? Okay. Ah, das sind auch mehr. Sehr schön. Ich bin ein Diplompädagoge. Das ist, sagt erstmal. Ja, das sagt erstmal gar nichts aus, außer dass man ein Diplom hat, auf dem Pädagogik steht. Und dann hat man auch keinen vernünftigen Beruf oder sowas. Aber das kennt ihr aus anderen Bereichen, wenn man keine vernünftige Berufsbezeichnung hat, nennt man sich Berater. Aber jetzt mal zum Thema. Warum die digitale Revolution des Lernens gescheitert ist, dass man kriegt, wenn man hier als Speaker ankommt, noch bevor man sein Bändchen kriegt, einen Zettel, also auf Papier, die Älteren erinnern sich. Da kommt man sogar einen Stempel drauf, auf dem steht systemrelevant, das sagt, dass es wichtig ist. Und da steht drauf, man soll bitte vorab für die Übersetzer, die hier so großartige Arbeit machen, ein Glossar anlegen. Applaus für die Übersetzer will ich auf keinen Fall unterbinden. Und man muss ein Glossar einreichen, wenn man spezielle, unübliche Fachwörter im Talk benutzt. Jetzt ist das bei so einem Pädagogen beim Kongress vielleicht anders mit den speziellen, unüblichen Fachwörtern. Ich habe das Glossar auf Seite 87 dann abgebrochen und mir fest vorgenommen, in allgemeinverständlicher Sprache zu sprechen. Macht irgendein geheimes Zeichen, wenn ich jetzt irgendwie das dritte Mal was gesagt habe, was ihr erklärt haben wollt, oder googelt es schnell oder so. Ich versuch's mal. Das erste nicht ganz so fachübliche Wort Revolution ist im Titel, also warum das mit der Revolution gescheitert sei, würde ich jetzt eine Dreiviertelstunde lang behaupten. Und wenn man sich das anschaut, dann ist die Geschichte, insbesondere so die Mediengeschichte, voll von solchen Beispielen, dass gerade für das Lernen das Aufkommen neuer Technologien immer gleichzeitig als die größte Revolution gefeiert wurde und als Untergang des Abendlandes. Also immer beides. Das ist jetzt nicht nur ein digitales Phänomen, sondern das war auch vorher so bei Aufkommen, weiß ich nicht, Privatfernsehen, Bewegtbild überhaupt, Bücher tatsächlich auch. Ich kann sehr gerne nachher, wenn wir Zeit haben, als Zugabe nochmal den Eintrag zur Lesesucht aus dem Erziehungslexikon von 1859 vorlesen. Das lohnt sich sehr, da steckt alles drin. Aber auch schon bei den alten Griechen findet man Hinweise darauf, dass die Idee der Wachstafel auf jeden Fall für das Lernen das Schädlichste sei, weil wenn jemand als Lernender dann halt das nicht mehr nur auswendig in seinen Kopf lernt, sondern irgendwie externalisiert, also sich nicht mehr merkt, sondern auf diese Wachstafel macht, zumindest für eine gewisse Zeit, das mit der Wachstafel hat ja nicht so nachhaltig funktioniert, dann sei das mit dem Lernen alles auch zu Ende. Insofern ist das mit der Revolution immer so eine Sache. Jede Medientechnologie wird dann gleichzeitig zwar gehypt als jetzt alles einfacher, schneller, bunter, billiger, demokratischer oder sowas. Wer das nachlesen will, es gibt den immer noch ganz tollen Text von Katrin Passig von 2009, Standardsituation der Technologiekritik, wo sie das wunderbar beschreibt. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, das ist ein Spiegeltitel, Revolution im Unterricht, Computer wird Pflicht. Von wann ist das? Raten? Sehr nah dran, also tatsächlich 1984, Ausrufezeichen. Hat nicht so geklappt. Jetzt ist die Frage, was war denn der nächste Revolutionshype und was hat das mit dem Vortrag zu tun?
ich habe, als ich den Vortrag angekündigt hatte, das erste Mal so Reaktionen gekriegt, wie es Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, haha, das ist ja ein lustiger Vortrag dann. Nein, leider nicht. Klatscht ihr, weil ihr keine lustigen Vorträge hören wollt, oder? Ich bin normalerweise halt derjenige, der immer so als Quotenoptimist eingeladen wird zu solchen Veranstaltungen oder bei Podiumsdiskussionen oder sowas. Ja, da muss ja hier so jede Position besetzt werden. Ich bin dann immer derjenige, der sagt, ja, das mit dem Internet ist doch ganz interessant. Nein, es geht wahrscheinlich nicht wieder weg. Und es könnte auch für sowas wie Lernen, Schule, Bildung insgesamt interessant sein. Und wie das so ist bei Podiumsdiskussionen, man hat nicht so viel Platz, das differenziert auszubreiten. Also man nimmt sich das vielleicht manchmal vor, aber die 2x2 Minuten, die man dann irgendwie reden kann bei Podiumsdiskussionen, muss man dann dafür nutzen, um den größten Unsinn, den die Gegenposition verbreitet hat, zu widerlegen. Und dann habe ich gesagt, ich mache so einen Vortrag mal, wo ich eine Dreiviertelstunde undifferenziert in die andere Richtung argumentiere, um all das mal loszuwerden, was ich sonst auch sagen würde. Und das ist dann sozusagen vielleicht für mich kathartisch und ich kann ganz ruhig ins neue Jahr gehen, weil ich das alles einmal losgeworden bin. Insofern jetzt eine Dreiviertelstunde undifferenziert in die andere Richtung. Ich gehe sehr stark von mir selbst aus. Die Folien sind immer so links-rechts aufgebaut und auf der einen Seite bin ich. Das ist jetzt ein Symbol, das ist ein Buch, für das ich nicht werben möchte. Das war sozusagen mein Optimismus, wenn ich jetzt immer sage, wir haben gehofft, dann meine ich eigentlich damit nur mich. Also Maha hat einen guten Vortrag mal gemacht, was das Wir bedeutet, wenn man vorne irgendwo steht und Wir sagt. Wenn ich das jetzt anfange zu reflektieren, das klappt gar nicht mehr. Also ich habe das natürlich nicht erfunden, was ich da sage. Es war so 1997, habe ich angefangen zu studieren und dachte, das mit Pädagogik und Medien, das sei interessant und könnte was werden, gerade mit diesem digitalen Zeug. Und habe dann 2002 entnervt aufgegeben. Da dachte ich, das Internet gehört jetzt AOL und RTL und so. Und das war das letzte Ergebnis, das war also das Buch, was dabei rausgekommen ist, mit dem tollen Titel, wie man Internet und moderne Pädagogik verbindet, kooperatives, netzbasiertes Lernen und Kompetenzentwicklung. Kauft dieses Buch nicht. Die Bingo-Folie kommt erst in 4 Slides. Dieses Buch hat eine Auflage von 7 im Quartal verkauft, glaube ich. Und ich kann das Ende schon verraten. Also die Frage war damals theoretischer Natur, passt so ein modernes Lernkonzept damals am Beispiel der Kompetenzentwicklung zusammen mit modernen Technologien, mit denen man digital vernetzt zusammenarbeiten und lernen kann. Und nach 120 Seiten trockene Theorie kommt raus, ja. Auf der anderen Seite haben wir 2013, das ist ein Titel der Zeit aus dem Frühling diesen Jahres. Auch da steht kleingedruckt, man kann es vielleicht nicht ganz lesen, Bildungsrevolution unter Uni für alle. Da ging es um den Hype um MOOCs. Wer weiß in diesem Raum, was ein MOOC ist? Wer hat schon mal an einem teilgenommen? Hype. Wer hat schon mal einen abgeschlossen? Mhm. Wer hat schon mal einen angeboten? Mhm. Keiner. Das ist so für mich das 2013, was jetzt die real existierende Wirklichkeit ist. Also ich stelle immer da auf der einen Seite meine Hoffnung, mal so sagen wir vor 15 Jahren, und das real existierende. Erste These, digitale Impotenz statt Werkzeuge zur Konstruktion und Dekonstruktion von Wissen. Was will der Referent uns damit sagen? Die Hoffnung damals, die damit verbunden war, dass man erstens sowas hatte, fachspezifische, wie hieß das? Spezielle, unübliche Fachwörter, manipulierbare Artefakte. Soll heißen, man konnte in der Hoffnung mit digitalen Inhalten machen, was man will, mal ganz einfach gesagt. Also man konnte die bearbeiten, verändern, kopieren, anpassen, so wie man das selbst für sich brauchte. Und das passte sehr gut mit der damals gerade aufkommenden Lerntheorie des Konstruktivismus zusammen, dass man eben dachte, irgendwie super, man kann Wissen und Informationsinhalte irgendwie auseinandernehmen, neu zusammensetzen, neu kreieren, remixen, sonst was. Und da haben wir damals gesagt, das wird geil mit den ganzen digitalen Inhalten, weil man kann sich auch dann selbst alle Inhalte sozusagen in einem eigenen Archiv anlegen. Also prinzipiell kann man das auch heute noch. Achso, heute kommt gleich erst. Die Hoffnung damals war also, dass man so alles, was man dann liest und sich anschaut und sich anhört, was man aufschreibt und so weiter, nach einer eigenen Systematik, nach meiner Systematik ablegt, nach, weiß nicht, eigenen Schlagworten, dass ich Inhalte in meinen Variationen ablege und sei es auch einfach nur, dass ich sowas wie Anmerkungen oder wie nennt man das? Markierungen auf Deutsch. Markierungen an Texte machen kann etc. Und
auf Papier, ich musste noch sehr viel Papier in meinem Studium benutzen. Also ich habe zumindest sehr viel kopiert auf Papier. Wir haben damals immer gesagt im Copyshop, kopieren statt kapieren. Aber andere Geschichte. Ich habe tatsächlich irgendwie dann 3 Jahre gebraucht emotional, um das alles wegzuwerfen nach dem Studium, habe also davon gar nichts mehr. Hatte aber irgendwie tatsächlich so um 2000 rum noch die Hoffnung, dass ich das alles irgendwie mal sehr schön bei mir nach meiner eigenen Systematik wunderbar ablegen kann. Die real existierende Wirklichkeit 2013 sieht etwas anders aus. Statt tatsächlich manipulierbare Artefakte haben wir ganz, ganz, ganz vorherrschend Formate, bei denen eine Bearbeitung unmöglich ist. In diesem Saal und in diesem Haus werden wahrscheinlich sagen, naja, Moment mal, für 99% der Menschen da draußen ist es tatsächlich mehr oder weniger selbstverständlich, dass sie Inhalte nicht bearbeiten können, vielleicht gar nicht auf die Idee kommen. Wenn man sich im Bereich Education zum Beispiel im App Store von Apple umschaut, dann sind fast alle Apps da irgendwie sowas, was ich Friss- oder Stirb-Apps nenne. Also damit kann man irgendwie das so machen, wie das der es herausgegeben hat, produziert hat, vertrieben hat, sich das ausgedacht hat oder eben man lässt es. Aber man kann damit nicht viel machen, um es eigenen Bedürfnissen anzupassen, geschweige denn weiterverarbeiten etc. Was ich also behaupte, dass wir sozusagen nicht souverän sind über unsere eigenen Inhalte, also die Inhalte, die wir erstellen, die wir bearbeiten, die wir kaufen, mit denen wir arbeiten, über die haben wir keine Verfügungsgewalt. Also ganz vereinfacht gesagt, wir können damit nicht machen, was wir wollen, selbst wenn wir sie bezahlt haben. In der Regel sind die in irgendwie so einem Container und möglicherweise sind sie auch wieder weg, wenn das Amazon oder Apple, Audible oder sonst was so gefällt oder es die nicht mehr gibt oder ich weiß nicht was. Das ist das, was ich digitale Impotenz nenne. Wir haben keine Verfügungsgewalt über unsere eigenen Inhalte, können damit nicht machen, was wir wollen. Und für das Lernen ist das nicht gerade das, was wir uns erhofft haben. Ein Beispiel zur digitalen Impotenz sind die digitalen Schulbücher, eine Plattform, die jetzt seit einem Jahr da ist. Im Wesentlichen sind das digitalisierte Schulbücher, also PDF-Form von alten Schulbüchern, also das muss nicht heißen, dass sie nicht neu erarbeitet werden oder sowas, also Schulbücher erscheinen ja auch auf Papier immer noch neu, aber die Form des Schulbuchs an sich ist jetzt schon nicht das Revolutionärste, um es mal vorsichtig zu sagen. Und tatsächlich konnte man zuerst damit gar nichts machen, dann wurde versprochen, ich weiß nicht, wie weit es inzwischen geht, dass man Annotationen machen kann tatsächlich an diese PDF-ähnlichen Dinger, die aber natürlich auch nicht irgendwie als PDFs funktionieren, sondern innerhalb deren Ökosystems. Und man kann, zumindest wurde es versprochen, in neueren Versionen dann auch tatsächlich Anmerkungen machen und Markierungen machen. Das Problem ist nur, das Lizenzmodell sieht vor, dass nach einem Jahr, nach einem Schuljahr das Buch weg ist. Also man kann sich vorstellen, man hat irgendwie dann halt ein Buch mit lauter gelben Zetteln drin und am Ende des Jahres ist das Buch weg, man darf aber die gelben Zettel behalten. Das heißt, eigentlich kann man praktisch mit diesen digitalen Schulbüchern weniger machen als mit den analogen Vorgängern. Zweite These, da geht es um die Hoffnung, dass wir Lernen und Wissen ganz stark demokratisieren. Was wir stattdessen haben, ist in dieser Hinsicht eine Art digitale Edu-Elite oder sowas. Also die Hoffnung ist eigentlich das, was ich eben schon mal mit der Zeit hatte aus 2013, dass Wissen und Lernangebote tatsächlich für alle verfügbar sind. Ich nehme das deswegen mal zurück auf 1998. Die Hoffnung damals, also so gleicher Zugang zu diesen Angeboten für alle. Es war damals schon nicht klar, wer genau alle eigentlich sind. Also alle. Wer gehört da nicht dazu zu dem alle? Vielleicht nur für Leute, die lesen können oder für Leute, die Internetzugang haben oder Leute in der westlichen Welt oder. Aber so ganz pauschal, das war die Hoffnung. Wenn man sich jetzt das anschaut, dann ist das tatsächlich auch eine Geschichte, die 2013 immer wieder erzählt wird, gerade wenn es um diese MOOCs geht, also für die Leute, die es nicht kennen, das sind riesige Online-Kurse, die medial gehypten sind diejenigen mit Zehntausenden oder über 100.000 Teilnehmern, die offen zugänglich sind. Und in den Medien wurde dann in den USA 2012 und in Deutschland 2013 immer das arme Mädchen in Afghanistan rumgereicht, was ein Zertifikat machen konnte mit den besten Professoren aus Stanford, weil es den Kurs dort online belegen konnte. Wenn man diesen Journalisten glaubt, dann müsste eigentlich inzwischen jedes 14-jährige Mädchen in Afghanistan ein Zertifikat aus Stanford haben. Zum Ist-Zustand sage ich gleich was. Die Idee war aber nicht nur, dass der Zugang da ist, sondern dass man auch mitgestalten kann. Also dass tatsächlich diese Wissenswelten gemeinsam gemacht werden. Also diese Idee von Tim Berners-Lee, der ja als er gesagt wurde, er wurde im Interview mal gefragt, Ihr Web ist jetzt das Web 2.0, finden Sie das nicht toll?
Und er sagte, nee, eigentlich habe ich das von Anfang an als ein Read-Write-Rap gedacht. Und das ist für mich immer noch der beste Ausdruck, um es auf den Punkt zu bringen, was so diese große Idee dahinter war. Also etwas zu haben und damit auch quasi eine Gesellschaft, eine Welt zu haben, in der man reinschreiben kann, in die man sich einbringen kann. Demgegenüber der real existierende Zustand. Wir haben, wenn man sich anguckt, was für alle da ist, E-Learning. Und E-Learning sind dann sowas wie Web-Based Trainings etc. Also das Wort Trainings bringt es schon sehr schön auf den Punkt. In der E-Learning-Szene ist sehr beliebt seit ein paar Jahren der Begriff E-Learning, E-Learning-Snack. Und es wird immer wieder das Bild propagiert, dass man jetzt auch mit seinen mobilen Geräten an der Bushaltestelle schnell was zwischendurch lernen kann. Ich weiß nicht, warum das so als Bild funktionieren soll, dass Leute alle wie wild an der Bushaltestelle was lernen wollen. Die allergrößten Anteile in diesen E-Learning-Angeboten sind so Sachen, die nach dem Nürnberger Trichter-Prinzip gedacht sind. Das ist so die Idee, dass man, wenn man den Inhalt einfach optimal aufbereitet, dann fließt der schon irgendwie in diesen Kopf rein und bleibt auch da. Insofern ist E-Learning eigentlich auch immer tatsächlich gar nicht so sehr vom Learning ausgedacht, sondern eher vom Teaching, wie man diese Inhalte aufbereiten kann, dass sie dann auch ankommen. Das ist nicht das, was man sich wirklich unter moderner Pädagogik vorstellt in den allermeisten Fällen. Wenn man sich anschaut, wie viele arme Mädchen in Afghanistan davon profitieren, diese neuen Angebote, die es ja gibt, also diese Online-Kurse, die jetzt 2013 dann tatsächlich auch in Deutschland ankommen und 2014 tatsächlich dann so den Hype, wie heißt das auf Deutsch, Halbspitze, Peak, ja, erreicht haben werden. Zumindest aus den USA kennen wir da schon Evaluationen und das mal ganz verkürzt zu sagen, armes Mädchen in Afghanistan, also wenn man sieht, wer diese Kurse belegt und abschließt, weiß, männlich, akademisch. Insofern von diesen neuen Angeboten profitieren diejenigen, die ohnehin schon sozusagen Elite sind, also die Sachen Lernen schon weit sind, die Sachen selbstständiges Arbeiten, in Sachen Medienkompetenz, in Sachen digitale Welten etc. schon quasi Elite sind, die profitieren besonders von diesen Effekten. Insofern könnte man auch nochmal mit der Bibel kommen, Matthäus-Effekt, wer hat, dem wird gegeben. Die profitieren wirklich sehr viel davon. Es ist im Moment nicht zu sehen, dass es tatsächlich im Sinne von Demokratisierung und so weiter große Gleichheit bringen würde und plötzlich alle armen Mädchen in Afghanistan mit dem weißen Jungen in Texas gleichziehen könnten oder sowas. Digitale Spaltung auf dritter Ebene. Man hat naiverweise irgendwie in den 90er Jahren immer gedacht, Digital Divide lässt sich überbrücken, indem man Zugang zum Internet schafft. Das ist auch in den Schulen das Bild gewesen. Schulen ans Netz war die große Initiative, also man legt da irgendwie ein Kabel hin und dann ist das mit dem Internet da. Und dann hat man irgendwie gemerkt, ah, okay, man muss irgendwie auch das lernen, was man damit machen kann, wie man es benutzt. Dann gab es das große Schlagwort Medienkompetenz, was sozusagen als Rezept für alles verschrieben wird, was irgendwie mit Medien zu tun hat und wo die Gesellschaft nicht so ganz mit klarkommt. Da wird einfach gesagt, ah, Medienkompetenz würde helfen. Das war so die zweite Spaltung, wo man gesagt hat, okay, da haben wir auch sehr unterschiedliche Vorkenntnisse, Fähigkeiten, Kompetenzen etc. Und die dritte Spaltung ist dann tatsächlich auch die Nutzungsart. Also auch wenn Leute solche Kurse belegen können, nutzen können und so weiter, dann macht das ein großer Teil einfach nicht. Nur weil die einfach da sind und sie es machen könnten. Schließlich die aktive Mitgestaltung, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt Wikipedia wegnehme, dann fehlt es schon irgendwie an dem zweiten großen Beispiel, wo tatsächlich gemeinsam aktiv irgendwie eine Wissenswelt gestaltet wird. Vielleicht, weiß ich nicht, noch OpenStreetMap oder sowas, aber auch wenn man gezielt in den Education-Bereich geht, dann gibt es natürlich sowas wie CMOOCs, also Kurse, wo tatsächlich im Mittelpunkt steht, dass die Leute selbst etwas machen, gemeinsam etwas machen. Oder es gibt die Peer-to-Peer-University, ich will überhaupt nicht über die schimpfen, die machen die großartigsten Sachen. Also der Philipp Schmidt, der das macht, ich bin quasi sein Fanboy. Aber das machen halt irgendwie, wenn man sich die Kurse anguckt, und das sind weltweit, also global Zielgruppe, in der Regel zweistellige Teilnahmezahlen. Also da ist irgendwie nicht Promille-Elite, sondern, ich weiß kein fachunübliches Wort für homöopathisch, genau. Gucken wir uns die Didaktik an. Die Hoffnung damals, jetzt kommt das mit dem Buzzword-Bingo, damit gewinnt man ein pädagogisches Buzzword-Bingo. Wenn man so versucht, moderne Annahmen zu lernen, zu beschreiben, dann ist das eben sowas wie, dass das Lernen ein aktiver Prozess ist und nicht jetzt etwas ist mit dem Nürnberger Trichter, was so in meinen Kopf reinfließt, sondern was ich mir aktiv
aneigne, was ich auch so mache, wie es für mich passt, weil nur ich das am besten einschätzen kann, wie ich lerne. Es ist insofern auch ein individueller Prozess. Ich lerne anders als du und sie und er. Spare ich mir alles. Buzzword-Bingo habe ich gewonnen. So. Das große Schlagwort damals in diesem Buch, was ich nicht verkaufen will, war die Kompetenzwende, die ausgerufen wurde 1999. Und der Begriff Kompetenz hat sich leider nicht durchgesetzt. Also der Begriff hat sich durchgesetzt, aber die Bedeutung leider nicht. Der ist ja auch teilweise schlecht zu gebrauchen, weil er eben so unscharf ist. Insgesamt mag ich den aber immer noch sehr gerne, weil er schon so ein anderes Paradigma zeigt als das, was wir vorher, sagen wir mal, im alten Jahrtausend verstanden haben unter was wichtig ist für das Lernen als Ergebnis. Also man hat sehr schönes immer an dieser Gegenüberstellung von Qualifikation und Kompetenz. Also eine Qualifikation brauche ich, um eine bestimmte Aufgabe zu bearbeiten oder ein Problem zu lösen. Diese Aufgabe ist aber halbwegs gut zu beschreiben und steht fest. Eine Kompetenz geht noch irgendwie darüber hinaus. Ich mag am liebsten die Definition von, ich weiß nicht mehr, wem ich die kopiert habe. Kompetenz befähigt mich in einem Bereich, ein Problem morgen zu lösen, was es heute noch gar nicht gibt oder was ich heute als Aufgabe noch gar nicht beschreiben kann, was morgen auftritt. Also wenn ich in einem Bereich wirklich kompetent bin, dann kann ich das. Und das war schon so für die digitale Gesellschaft oder wie auch immer man es nennen mag, eine Grundannahme, dass das wichtig sein könnte. Und wenn man sich anschaut, dass wir irgendwie jetzt in den Schulen Lernende haben, wo wir wahrscheinlich für die Hälfte der Berufe noch nicht wissen, also die gibt es noch nicht mal, die Berufe, in die später gehen werden, die jetzt in der Schule sind, dann wäre das mit dem Kompetenzparadigma schon eine wichtige Sache. Ist es aber nicht. Stattdessen, wenn man sich die Formen anguckt, die Didaktik, in denen Lernen mit digitalen Netzen, in digitalen Netzen, mit digitalen Werkzeugen passiert, dann sehen wir sowas wie ganz beliebt die Erklärvideos, die sind auch ganz toll, aber sie haben nichts mit diesem Grundannahmen von Lernen, die da auf der linken Seite stehen, zu tun. Oder die Ex-MOOCs, die eben so aufgebaut sind, das sind diese ganz großen Kurse, da gibt es dann immer Wissensangebote als Videoschnipsel, also tatsächlich so, weiß ich nicht, 2 Minuten oder sowas, und das wird dann mit Multiple-Choice-Test überprüft. Das heißt, so ein Kurs geht wirklich so Videoschnipsel-Quiz, 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 Videoschnipsel-Quiz und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass das so lerntheoretisch Skinner, der damals irgendwie mal so ganz grundlegende Verhältnisweisen an Ratten erforscht hat, total beglückt hätte. Also der hat damals halt geguckt, wie reagiert eine Ratte, wenn sie welchen Stimulus kriegt. Und genauso funktionieren jetzt auch diese Kurse. Man wird also sehr eng geleitet. Man kann auch nicht sagen, ich will da mal andersrum oder sowas in den meisten dieser Kurse. Ich will das mal für mich anders aufbereiten, sondern es gibt diesen festgelegten Parcours und die Idee ist, dass man das halt einfach nur optimal vermitteln muss, optimal darstellen muss von Lehrerseite aus und dann lernt der Lernende das schon und wir gucken anhand des Quizzes, ob er das schafft und wenn nicht, dann wird es halt nochmal angeboten. Es gibt auch tatsächlich da schon viele Jahrzehnte, halbe Jahrhundert alte Ideen von programmierten Lernen, die aber tatsächlich einfach immer vom Lehren ausgehen. Es muss einfach nur optimal angeboten werden. Programmiertes Lernen 2.0 wird im Moment dann unter dem Stichwort Adaptive Learning angeboten, wo dann dieser Weg sich auch noch anpasst an die Fehler, die ich mache. Es ist aus meiner Sicht nicht zu sehen, dass es irgendwie funktionieren könnte, dass man das sozusagen so individualisiert, dass es wirklich individuell ist, weil es, dann wäre es ja nicht mehr individuell. Ich rech mich auf. Gut. Danke. Für den Stream nicht nur du, hat der freundliche Mensch da hinten gerufen. Man sieht tatsächlich so 50er-Jahre-Modell dahinter, also die gleichen Muster, die wir gesehen haben bei solchen Technologien wie Bildungsradio oder Schulfunk oder Sprachlabor, erinnert sich noch jemand? Hervorragende Idee, wie man dann einfach tatsächlich die Leute dazu bringt, dass sie genau das lernen, was der Lehrende sich gedacht hat. Aber diese Kurse haben auch immer ein Social-Media-Add-on, weil der Austausch ganz wichtig ist, sagen die Macher. Das ist meist irgendwie aber relativ pseudo, wenn man in diesen Kursen auf Social Media klickt oder sowas, dann kommt man zu einem Forum. Die Älteren erinnern sich. Das Comeback des Forums in diesen Kursen ist aber auch doch relativ begrenzt. Also je nach Evaluationsergebnisse nutzen das tatsächlich aktiv so mehrere Prozent der Kursteilnehmer. Meist um zu sagen, irgendwie, dass ihnen was nicht gefällt. Außerdem gibt es einen ganz großen Trend, jedenfalls wird immer gesagt, dass es einen ganz großen Trend gibt, der heißt Gamification. Das ist sozusagen dann zu diesem Peitschenmodell das Zuckerbrot. Also irgendwie, oh super, du hast 10-mal den Quizbestand nacheinander, hier goldener Badge oder so. Ratte,
Schon wieder Ratte. Ja. Also, oder Esel. Also eigentlich ist es auch nicht irgendwie das Zuckerbrot, sondern mehr so die Karotte vor der Nase des Esels, die, wo man dann immer weiter hinterherläuft. Wiederholung für den Stream, that's not learning, that's conditioning. Wunderbar. Insofern, auch wenn heute ganz oft Kompetenz draufsteht, ist fast immer nur Qualifikation gemeint. Also irgendwie, wie kann ich eine Fähigkeit mir aneignen für eine bestimmte Aufgabe, aber die geht noch nicht darüber hinaus tatsächlich. Und das ist was, was wir irgendwie ganz dringend weiter fassen müssten. Weiter, bevor ich mich aufrege. Nächste These, viertens, geht auf die Organisationsebene. Also wir haben auch die Idee damals gehabt, dass sich die Institutionen ganz stark durch den digitalen Wandel ändern. Also die Hoffnung, sowas, nochmal Buzzword-Bingo, für Organisationsebene, Transparenz, Austausch, Zusammenarbeit, Mitgestaltung, all das wird durch den digitalen Wandel natürlich in die Institutionen Einzug halten und auch in die Bildungsinstitutionen, weil die finden das ja prinzipiell alles ganz gut, theoretisch. Man hat auch dann irgendwie Management-Theorien, also auch auf Kongressen wie jetzt nicht diesem hier, aber ähnlichen, weiß ich nicht, haben wir da natürlich irgendwie die großartigen Gunter Düx und Peter Kruses dieser Welt, die sagen irgendwie, ja super, passt alles total gut zu den digitalen Paradigmen. Wir haben ganz lange auch überlegt, zumindest in so Edu-Zirkeln, ob das sozusagen ein bisschen wie ein trojanisches Pferd funktioniert. Also die Organisation führt digitales Zeug ein, nicht weil sie irgendwie eine andere Organisation sein möchte, sondern weil sie die bestehende Organisation optimieren möchte. Also schneller, effizienter, billiger, bunter kommunizieren. Und dadurch, dass diese Medien dann da sind, in diesem trojanischen Pferd, versteckt sich sozusagen eine Veränderung der Institution, weil wenn die erstmal da sind, wird die Organisation sich eben ändern müssen. Das war so ein bisschen die Hoffnung, wenn nicht Pferd, dann zumindest Katalysator, damit geht es schneller. In der Praxis 2013 sehen wir, dass tatsächlich viele gesellschaftliche Bereiche sich geändert haben, auch auf Organisationsebene. Also tatsächlich funktioniert Journalismus jetzt ein Stück weit anders und Politik vielleicht auch und Militär und Polizei und Geheimdienste und andere Sachen auch. Aber ansonsten 2013, wenn man sich anguckt, jetzt mal mit Fokus auf Schule, allen, denen ich Unrecht tue, die 20%, Entschuldigung. Aber ansonsten sehen wir, ich wollte einmal schon einen Satz auf einer großen Bühne sagen. Volle Energie auf die Deflektorschilde. Also, Credits an Axel Krommer, der, glaube ich, das Bild mal geprägt hat für die Schulen. Also die Energie, die in den Schulen aufgewendet wird, um mit diesem digitalen Wandel umzugehen, ist tatsächlich inzwischen nennenswert groß. Aber es geht in 80% der Fälle darum, wie man die effektiv kontrollieren am besten aussperren kann. Also wie man Mauern aufbauen kann, um diesen Kontrollverlust, der damit natürlich verbunden ist, dass die plötzlich alle irgendwie einen Ausgang zum Rest der Welt in ihrer Hosentasche mit sich rumtragen, verbunden ist. Was wir dann tatsächlich sehen als Ausprägung, sind kastrierte Geräte, also sowas wie Netzsperren, wo dann halt irgendwie bestimmte Seiten nur funktionieren oder bestimmte Seiten nicht funktionieren, in der Regel solche Seiten wie YouTube, Facebook und so weiter. Wir sehen Geräte, auf denen nur bestimmte Programme funktionieren, Geräte kennt ihr alles besser als ich. Und anstatt des tatsächlich großen Wandels, trojanische Pferde, haben wir in den Schulen was gekriegt? Whiteboards. Das ist tatsächlich was, was so meinen Alltag dominiert, wenn ich irgendwo zu Schulen komme, die sagen, ja, wir finden das auch ganz toll mit digital, wir haben schon in jedem zweiten Klassenraum ein Whiteboard hängen. De facto ist es null Revolution, es verstärkt eher so den traditionellen Ritus, der Lehrer steht vorne und erklärt. Ja? Also er macht halt jetzt PowerPoint statt ein Tafelbild und der Untergrund ist weiß statt grün, aber ansonsten ist es genau das Gleiche. Also das ist jetzt nicht Revolution. Damit ich mich nicht so weiter aufrege, sondern auch ein paar Bilder zur Unterstützung zwischendurch nutzen kann, habe ich jetzt mal drei Beispiele mitgebracht. Das erste ist ein Filmausschnitt, den ich zeigen möchte, der anhand, ich möchte sagen, popkultureller Dimensionen zeigt, in welche Richtung wir uns bewegen, weil das tatsächlich darum geht. Und in den USA ist das jetzt auch bildlich gar nicht so weit hergeholt, aber auch, werde ich gleich nochmal kurz was dazu sagen, in Deutschland haben wir gerade diese Diskussion, weil Skinner gleich relativ, er heißt Skinner, war mir gar nicht so klar. Skinner spricht gleich relativ schnell, deswegen kurz vorab, er sagt, um die Flut von peinlichen YouTube-Videos unserer Lehrer einzudämmen, sind seine ersten Worte.
Achtung, Schüler, um die wachsende Flut von peinlichen YouTube-Videos von unseren Lehrern einzudämmen, werden wir euch durchsuchen und eure Smartphones einsammeln. Das ist, lustig, weil Simpsons und so weiter, aber das ist tatsächlich die Entscheidung, vor der die Schulen stehen, wenn sie jetzt diesen Kampf weiterführen wollen, irgendwie um das auszusperren und zu kontrollieren. Ich muss hier niemandem erklären, aber in Schulen andauernd erklären, dass es nicht möglich sein wird auf absehbare Zeit, weil diese Technologie quasi unsichtbar ist. Also man kann jetzt schon nicht sehen, ob ich einen Computer bei mir trage oder nicht und ob dieser Computer mit dem Internet verbunden ist und ob ich euch gerade filme oder sonst was. Das muss ich hier nicht erklären. Bei Vorträgen mit Lehrern habe ich immer so eine Brille, habe ich für $20 bei eBay gekauft. Die hat halt hier eine Kamera. Man sieht, aber man kann nicht sehen, nicht mal wenn man sie in die Hand nimmt, dass eine Kamera da drin ist. Und das ist nicht James Bond, das ist $20 von eBay. Und damit filme ich die dann kurz am Anfang des Vortrags und das zeige ich denen dann und so. Und das ist aber dann tatsächlich die Wahl, die die haben, wenn sie diese Technologie weiter irgendwie über aufspüren und verbieten durchsetzen wollen. Und diese Scanner sind dann tatsächlich dann die Alternativen. Und es ist jetzt auch nicht nur Simpsons, sondern Schleswig-Holstein zum Beispiel, gibt es mehrere Schulen, die haben so Detektoren angeschafft für Prüfungssituationen, die Handys aufspüren. Und dann hat mich das schleswig-holsteinische Parlament, der Landtag, um eine Stellungnahme geboten, weil das Bildungsministerium das irgendwie doch ein bisschen komisch fand. Gute Idee. Und ich habe irgendwie es relativ einfach gehalten mit der Stellungnahme gesagt, okay, denkt es einen Schritt weiter. Also diese Geräte, habe ich mir angeschaut, die können aber nur angeschaltete Smartphones aufspüren. Und in der Prüfungssituation wird man in der Regel das vielleicht auch nicht neben sich auf den Tisch legen, sondern man geht halt damit auf Klo, ist die Praxis. Ja? Also wenn ihr diese Detektoren habt, dann müsst ihr sie als nächstes auch auf dem Klo aufstellen und müsst dann schauen, ob in dem Häuschen neben euch hinter dieser Wand jemand sein Smartphone angeschaltet hat. Überlegt es euch, es ist eure Entscheidung. Zweites Beispiel. Sehr gehypt in den Medien sind Tablet-Klassen oder iPad-Schulen oder sowas. Das hat einen ernsthaften Hintergrund, komme ich gleich auf der letzten Folie nochmal zu. Ganz kurz vorab, es ist zu schön. Meldung aus Mai diesen Jahres. Internat lässt Abitur papierlos schreiben. Und jetzt habe ich gar nicht so viel gegen iPad-Klassen oder sagen wir allgemeiner Tablet-Klassen, wäre vielleicht ein bisschen einfacher ideologisch zu argumentieren alles. Die kann man auf ganz verschiedene Weise einsetzen, diese Geräte. Und der große Kampf, den wir jetzt so sehen werden in nächster Zeit, ist tatsächlich, werden die eingesetzt, um das alte Lernmuster zu verstärken. Also man kann damit wunderbar Training machen quasi, also so Vokabel-Apps, Mathe-Apps, Übungs-Apps, sonst was. Man kann das natürlich extrem kreativ nutzen, um sich irgendwie Informationen aus der ganzen Welt zusammenzusuchen, um kreativ auch im Sinne von schöpferisch etwas zu produzieren, zu arbeiten etc. Insofern gibt es so zwei verschiedene Arten des Lernens mit Tablets. In dem Fall, diese Schule wird immer sehr gerne, also die gibt es, weiß nicht, bestimmt 20 Medienberichte über die. Die haben dann das sehr konsequent umgesetzt, jeder hat einen Rechner gekriegt und sie haben sich auch extra die Tische so aussägen lassen, dass das Tablet genau da reinpasst. Seht ihr das? Das finde ich so wahnsinnig toll als Metapher für dieses Bild, wie man die Computer im Unterricht einsetzen kann. Genau so, wie es vorgegeben ist, in einem ganz starren Rahmen und in der Weise, wie der Lehrer sich eben überlegt hat, wie das jetzt gerade passen würde. Moment! Klatscht nicht immer, sonst werde ich nicht fertig. Es wird noch viel besser, also gleich könnt ihr einmal klatschen, weil die Internat lässt Abitur papierlos schreiben, man muss dann nur weiterlesen und tatsächlich findet man im unteren Artikel von, im unteren Drittel des Artikels, sowieso immer im unteren Artikel, Drittel steht immer das Entscheidende, da steht nämlich tatsächlich, was dahinter steht. Also sie haben die Prüfung mit dem iPad machen lassen, aber natürlich ein iPad, was erstens keinen Internetzugang hatte und zweitens keine andere Anwendung als die Schreibanwendung gerade zugelassen hat. Insofern, es ging tatsächlich nur darum zu schreiben und, Achtung, man hat auch die Tastatur gesperrt. Es ging tatsächlich nur darum, dass sie mit einem Stift auf dem Display geschrieben haben, anstatt mit einem Stift auf das Papier zu schreiben. Das Argument der, ich glaube, bayerischen Landesregierung in dem Fall war, dass tatsächlich man ja sonst einen Vorteil hätte, weil man auf der Tastatur schneller sein würde als mit dem Stift. Das Interessante ist ja, dass tatsächlich, wenn man diese Erkenntnis hat, könnte man sie ja vielleicht auch noch auf die 12 oder 13 Schuljahre davor übertragen und überlegen, was das heißt.
Ich, wenn ich mal konstruktiv bin, die anderen 364 Tage im Jahr, und in eine Schule gehe, die mich eingeladen hat, weil sie denken, ah, das mit dem digitalen Wandel geht nicht wieder weg, wir holen mal jemanden, der erklärt uns das und danach können wir weitermachen. Nein, ich tue all denen Unrecht. Also erst recht die, die mich einladen, sind ja schon die, irgendwie, die erkannt haben, dass das was Relevantes sein könnte. Die haben schon irgendwie dann ganz häufig auch die Idee, dass das mit dem Internet und mit den digitalen Technologien für sie interessant sein könnte. Aber sie möchten nur das gute Internet. Also sie möchten auch nur das quasi gewünschte, zielgerichtete Verhalten in der Nutzung des Internets haben. Und das soll irgendwie getrennt werden können von der bösen Internetnutzung, von dem ablenkenden Dimensionen, die diese Dinger natürlich, das muss ich hier auch niemandem erzählen, also ich habe meinen Vortrag ungefähr vor einer Dreiviertelstunde fertig gemacht. aber das ist irgendwie nicht, also man kann das jetzt auch nicht dem einzelnen Lehrer vorwerfen oder sowas, sondern das ist eben genauso, wie wir Schule in unserer Gesellschaft definieren und verstehen. Das ist ein klar kontrollierter, abgegrenzter Raum und der Lehrer ist dafür zuständig, diesen Raum so zu schaffen, dass genau das, was er sich überlegt hat, in diesen Zeitrhythmus, in diese Köpfe, die da vor ihm sitzen, reingeht. Und er muss sozusagen Welt so stark reduzieren, so stark kontrollieren in diesem Modell von Schule, dass das eben sehr schlecht passt mit diesem Internet, mit dem eben alles geht und nicht nur das, was man sich gerade gedacht hat. Manchmal denke ich ein bisschen wie so irgendwie der Wunsch, oh, dieses Schweizer Taschenmesser ist aber toll. Können wir das haben, aber ohne, dass man sich dran schneiden kann, ohne, dass man damit eine Tür aufbrechen kann, ohne, dass man damit alkoholische Flaschen öffnen kann, ich weiß nicht was. Und das ist schwierig, um es sehr euphemistisch zu sagen. Weil eben, weiß ich nicht, Facebook zum Beispiel ist dann immer gesperrt. Facebook ist eben der Ort, wo, keine Ahnung, alberne Sachen passieren und Liebeskummer diskutiert wird und Mobbing passiert oder sonst was. Aber es ist auch der Ort, wo sich die gemeinsam auf die nächste Klassenarbeit vorbereiten in einer Gruppe oder sowas. Genauso wie YouTube auch der Ort ist, wo es halt die Videos von irgendwie grauenhaften Happy Slapping Späßen und so weiter gibt, direkt neben den Videos, wo halt irgendwie Mathe Pythagoras viel besser erklärt wird als von dem Mathelehrer in der Schule. Möglicherweise. Und das merken tatsächlich aber 2013 auch die Lehrer. Also ich fall einmal kurz aus der Rolle raus, also tatsächlich passiert relativ viel und ich glaube, wir haben halt irgendwie jahrelang, jahrzehntelang versucht, irgendwie Lehrer zu missionieren, zu überzeugen und sie entdecken es jetzt nur darüber, weil sie die Geräte selbst für sich entdecken. Nach einer nicht veröffentlichten Studie eines Schulverlags haben sich letztes Jahr, im letzten Quartal, also 2012, ein Drittel der Lehrer ein Tablet gekauft. Und da könnt ihr auch klatschen. Und ich glaube tatsächlich darüber, dass die jetzt merken, ah, das ist ja interessant für mich und praktisch für mich und es gewisse Situationen auch in der Schule gibt, wo diskutiert wird, warum dürfen eigentlich da vorne irgendwie die zwei Erwachsenen diesen Rechner nutzen und wir 30 hier hinten sitzen nicht oder sowas, wird es tatsächlich auch relevant und man sieht auch immer mehr die Geschichten, dass tatsächlich die Lehrer dann selbst diese Regeln umgehen, weil sie merken, oh, das wäre jetzt aber praktisch, wenn diese 5 Schüler Internet hätten, die Geräte haben sie ja dabei. Also ich sehe bei meinen Töchtern zumindest, dass es total üblich ist, dass der Lehrer dann halt mit seinem iPhone einen Hotspot eröffnet, weil in das WLAN der Schule können sie ja nicht. Ich habe aber noch immer die Idee, dass diese große Sehnsucht nach geordneten Verhältnissen überwiegt und ich habe dafür dieses Bild mitgebracht. Es ist das Sprachlabor aus den 70er Jahren. In der DDR hieß es meines Wissens nach Sprachkabinett. Und genau das ist aber so das Muster, in dem sehr gerne die digitalen Technologien auch in der Schule eingesetzt werden würden. Also klar kontrolliert, abgrenzbar, nachvollziehbar, individualisiert natürlich. Nicht? Da hat ja jeder irgendwie seine eigene Kabine und kann in seinem eigenen Tempo das machen, was die Kontrolleurin, der Kontrolleur vorne vorgibt, der sich auch überall dazuschalten kann und schauen kann, was da passiert, auch individuelle Rückmeldungen darüber geben kann etc. Es wird aus den gleichen Gründen nicht gehen, wie das Sprachlabor schon gescheitert ist. Also das ist einfach nicht wirklich individuell und ist nicht wirklich, ich muss das hier niemandem erzählen, aber sie hatten auch einen Overhead-Projektor. Polylux hieß der. Für den Stream Polylux. Letzte These. Die nenne ich die Eigentlichkeit der Technik. Was wir gehofft haben, versprochen haben und teilweise auch heute machen, ist, dass irgendwie dieses ganze Zeug total einfach zu bedienen ist. Dass man es auch flexibel anpassen kann an das, was ich selbst brauche, was ich selbst so für richtig halte, wie ich das haben möchte, etc. Dass es auch funktioniert.
War ein großes Versprechen, das wird alles, ja, aber mit der nächsten Version wird es besser, mit der nächsten Gerätegeneration wird es einfach und so weiter. Und der Akku wird auch ganz lange halten, also das wird dann kein Problem mehr. Ihr braucht nicht überall Steckdosen hinbauen, weil das mit den Akkulaufzeiten wird immer besser. Also die Forscher sind sowas von am Schwitzen, dass das mit den Akkus besser wird. Und außerdem wird natürlich überall guter Netzzugang sein, immer überall. Real existieren 2013 haben wir eine interessante Situation, weil wir sehen tatsächlich, dass eigentlich die Bedienung ganz einfach ist. Also eigentlich funktioniert das und ich kann mir das erklären und so weiter. Manchmal sitze ich aber trotzdem stundenlang davor und versuche rauszukriegen, warum das jetzt gerade nicht so mit der Bedienung ist, wie ich mir das gedacht habe. Zum Beispiel, wie man bei Keynote die Moderatorennotizen flexibel in der Größe verändern kann. Eigentlich ist alles anpassbar, macht aber keiner. Im Gegenteil, gerade im Education-Bereich werden die nicht anpassbaren Plattformen bevorzugt. Also Tablet-Klassen sagen wir zwar, meinen aber zu 90% iPad-Klassen. Und ich sage gleich was dazu, warum das aber als Phänomen interessant ist. Es passt also keiner an, im Gegenteil. Man will viel lieber klare Default-Einstellungen. Das berühmte eigentlich funktioniert's. Ich weiß nicht, wie viele Talks ihr hier gesehen habt, wo eigentlich natürlich man den Beamer nur ganz einfach einstöpseln muss und dann funktioniert das schon, weil eigentlich funktioniert es. Aber tatsächlich, eigentlich sind nur sowas wie 90% und die anderen 10% sind irgendwie Voodoo oder ich weiß nicht was. Aber 90% Funktionssicherheit reicht nicht für eine real existierende Schule. Also das ist irgendwie auch null Vorwurf, dass sie das nicht einsetzen. Würde ich als Lehrer auch nicht, wenn ich irgendwie nur 90% ich wüsste, dass das nicht funktioniert. Und niemanden da habe, der mich dabei unterstützen kann. Und ich als Lehrer vielleicht auch noch ein paar andere Aufgaben habe, als mich darum zu kümmern, warum diese scheiß Technik dann doch gerade nicht funktioniert. Bei 30 Leuten, die da mit mir zusammensitzen. Dann würde ich irgendwie sagen, brauche ich eine Backup-Lösung? Ich kann nicht für alles, was ich mache, irgendwie zwei Sachen vorbereiten. Insofern muss man einfach sagen, tatsächlich 90% eigentlich funktioniert, reicht eben tatsächlich technisch einfach nicht. Eigentlich haben wir auch ganz gute Akkus, trotzdem selten, dass ich das Haus ohne Netzkabel verlasse. Und eigentlich haben wir auch inzwischen ganz guten Netzzugang. Vielleicht nicht in der Bahn und nicht in der Schule. Wenn man bei O2 ist, nicht am Hauptbahnhof. Wenn man Schüler ist, nicht in den letzten 22 Tagen des Abrechnungszeitraums. Tatsächlich, also dieses eigentlich reicht technisch nicht, muss man sagen. Dieses 90% ist eigentlich nicht gut genug. Ich glaube tatsächlich, dass deswegen die iPad-Klassen so erfolgreich sind, weil sie diese 90% auf 96-97% funktioniert ist und der Akku reicht und so weiter erhöhen. Ich glaube tatsächlich, dass das der banale Grund ist, warum Lehrer das mögen mit diesen iPads und dem einheitlichen Ökosystem, was mitgeliefert wird. Das ist jetzt meine Frage an euch, also ich so hier. Ernüchterung, Desillusionierung, Relativierung. Ihr so Widersprüche, Ermutigungen, Fragen oder sowas? Also erstmal danke fürs geduldige Zuhören. Ja, dann erstmal ein dickes Dankeschön für den Vortrag und gibt es irgendwelche Fragen? Dann fangen wir doch mal mit zwei an. Ja, danke für den netten Vortrag. Eine Sache möchte ich noch vielleicht ergänzen, was du halt stark hier geschildert hast, ist die Sicht von oben. Ich glaube, dass die Schüler selber genug Möglichkeiten finden, um diese Probleme herumzuarbeiten. Gerade, also ich meine, ich kenne jede Menge Hacks für schlechte und noch schlechtere Learning Systems, die diese Sachen dann wirklich nutzbar machen. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt einen großen Vendor, der wurde so gehackt, dass man halt Facebook nicht benutzen konnte, dann hat man die Kollaborationsfunktionen zum Chatten benutzt und so weiter. Also es geht schon und sie lernen die nötigen Kompetenzen durch den Widerstand besser. Und vielleicht kommen wir dann doch... Vielleicht kommen wir dann doch dorthin, wo wir hinkommen sollten, dass wir nämlich die Leute zu Hackern ausbilden. Das wäre auch gleich viel spannender, auch demokratiepolitisch, denke ich. Und vielleicht auch Programmiersprachen gleichberechtigt mit Fremdsprachen als Hard-Competences in den Schulen beibringen. Das wäre vielleicht mal auch ganz sinnvoll.
Der Saal hat sehr gemischte Mimiken zu dem letzten Vorschlag, aber ist ja auch die Frage. Na gut, ich kommentiere mal nicht, damit noch mehr Leute was sagen können, oder? Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir bei der 1 weiter. Okay. Ja, was dir vielleicht eben gerade selber gar nicht so sehr bewusst geworden ist, du hast eben gerade einen neuen Anwärter für den Radio Erivan Award vorgestellt, denn es heißt ja im Prinzip ja, das könnte man auch mit eigentlich übersetzen. Ja. Also wir haben einen neuen Anwärter, Fefe, ich hoffe, du hast zugehört gerade. Das andere Ding, was ich noch loswerden wollte, war: Danke, danke, danke für diesen Vortrag. Ich habe ewig drauf gewartet, weil er spricht mir total aus der Seele. Danke. Ich erinnere mich nämlich noch sehr gut an den Vortrag, der letztes Jahr da war zu den MOOCs. Ich hätte gerne die Person wieder gehabt, dass sie mal so einen Bericht von der Front liefert, wie es denn um sein persönliches Zeug da gerade steht. Und gerade noch eine Sache, die mir noch eingefallen ist, oder ich habe mir einfach ein paar Notizen gemacht, die ich jetzt einfach nur wild in den Raum schmeiße, damit ich hier schnell wieder weg bin. Schulen ans Netz könnte heute viel besser funktionieren, wenn wir uns von der NSA ein bisschen unterstützen lassen, weil abhören ist bestimmt ein gutes Interesse. Diese ganzen E-Books, sage ich einfach nur Total Cost of Ownership, die Dinger halten nicht so lange. Und der Inhalt ist dann hinterher weg, Software-Support ist weg, Apple veraltet die Geräte in einem Rhythmus von 2,5 Jahren, dann sind sie Schrott. Ja, und ansonsten die Informationsdichte von Video, ja, also wer das mal sich antut, wir sehen es selber, wenn wir die Streams hören, Informationen, die man in ein Video packen kann, es ist lästig, man kann nicht vor zurück scrollen oder skippen, wie man das bei Text macht. Also ich denke, das ist fürs Lernen ungeeignet. Dann machen wir bei der 3 weiter, das ist dort hinten. Ja, vielen Dank für den Vortrag, Jöran. Ein bisschen Kollegenschelt hast du auch betrieben. Ich oute mich mal, ich bin Lehrer an einer beruflichen Schule in Darmstadt, unterrichte dort in den EBT-Berufen und auch Englisch. Und ich habe meinen Schülern oft angeboten, mit dem ganzen Unterricht auf Facebook einzuziehen. Und die Schüler haben jedes Mal gesagt, sie wollen es nicht, sie wollen Berufliches und Privates trennen. Das kann ich sehr gut verstehen. Und ich kann auch gut verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte Facebook, Dropbox, Google Drive nicht nutzen, weil damit internationale Konzerne ihr Geld verdienen und quasi aus dem Verlust der Privatsphäre irgendwie Geld herziehen. Trotzdem, wir müssen da irgendwie weiterkommen, und da nur ein Hinweis auf ein hessisches Projekt, was wir eigentlich an Berufsschulen vorhaben. Erstmal eine Kompetenzdokumentation, also E-Portfolios. Jeder Schüler führt ein eigenes Portfolio und auf einen Server und schaltet die Teile frei eben davon, die er bewertet haben möchte oder für Bewertungen verwenden möchte. Und letztendlich wollen wir das dann unter den Schulen vernetzen, denn wer sagt denn, dass zum Beispiel der Lehrer in Kassel jetzt nicht viel besser erklären kann, warum he, she, it, das S muss mit und so weiter. Und die Schüler könnten ja dieses Potenzial dann von Darmstadt aus auch in Kassel nutzen. Aber Probleme sind auch gesellschaftliche Erwartungen. Ich persönlich habe gesagt, eigentlich habe ich kein Problem damit, wenn ich 6 Stunden Unterricht habe und ein Schüler surft stattdessen 6 Stunden in Facebook. Das ist ja seine Zeit, die er da verbringt. Und trotzdem ist die gesellschaftliche Verantwortung, was die Gesellschaft von mir als Lehrer erwartet, ist was anderes. Und genauso mit den Zeugnissen. Du kannst die Kollegen fragen. Wir sind alle nicht daran interessiert, Noten zu geben. Wir hätten die Noten, die wir geben müssen, die Zeugnisse, die wir schreiben müssen, lieber morgen als heute weg. Und trotzdem, wenn ich zu meinem Abteilungsleiter sage oder zu den Schülern sage, ich mache jetzt mal keine Noten oder es gibt mal keine Zeugnisse, lass uns doch den Kram mal weglassen, dann ist die gesellschaftliche Erwartung daran doch eine andere. Das muss man bitte auch bedenken. Letztendlich muss sich die Gesellschaft dann auch mit der Schule ändern. Dankeschön trotzdem für den Vortrag. Okay, dann geht es bei der 2 weiter. Du hattest gesagt, Qualifikation statt Kompetenz. Ich mache mal eine Gegenthese. Heutzutage Informatik-Bachelor-Absolventen werden von deutschen Unternehmen abgelehnt, wenn sie nicht 2 Jahre als Werkstudent während des Studiums schon gearbeitet haben in einem IT-Betrieb. Das heißt, der Fehler könnte sein, dass die gesellschaftlich die
Gesellschaft weiß, man kann durch Lernen, durch dieses Lehren nur Qualifikationen vermitteln. Die Kompetenz kommt erst in der Anwendung und zwar nicht in der Theorie eines Zoos, einer Hochschule oder eben einer Schule, sondern im echten Leben, da wo dann auch mit Geld verdient wird oder zum Beispiel hier die Leute, die ehrenamtlich übersetzen, das ist was anderes, als dass sie einen Sprachkurs bestanden haben. Und das heißt, dieses praktische Anwenden, dafür ist in der Schule kann keine Zeit sein. Also das muss auch, sagen wir mal, vielleicht einen Schritt zurück, weg von der Kompetenz, mehr zur Qualifikation. Und die Kompetenz ist dann die Erfahrung, die man sammelt, wenn man es wirklich tut. Okay, ich glaube, bei der 5 steht auch jemand und möchte was sagen. Ist jetzt die Idee dieses neuen Lernens gescheitert oder sind nur die aktuellen Versuche, das umzusetzen, gescheitert? Das ist ja tatsächlich eine Frage. Ich war schon so im Zuhörmodus. Also interessant für mich ist zu beobachten, wir machen mit dem, also ich habe so ein kleines Team, mit dem ich arbeite. Und wir machen jetzt nicht nur digitales Zeug, sondern wir machen auch Schulentwicklung jenseits von technischer Fragen. Unter anderem machen wir sehr viel für ein Projekt der Robert-Bosch-Stiftung, das heißt Deutscher Schulpreis. Da wird nach meinem Verständnis sehr stark das Bild von neuen Lernen tatsächlich durchgesetzt. Also im Sinne von, es gibt diesen Wettbewerb, aber dahinter steht die Möglichkeit, dass diese Schulen jahrelang zusammenarbeiten an ihrer Schulentwicklung. Und da ist es komplett wunderbar zu sehen, dass es funktioniert. Interessanterweise gibt es eine negative Korrelation zwischen digitaler Affinität und diesen Schulen, die pädagogisch sehr weit sind. Also es ist tatsächlich eher so, dass die zurückhaltend im Einsatz digitaler Technologien sind. Insofern, nein, es ist nicht gescheitert und die erweiterte Antwort spare ich mir, weil da noch so viele Leute stehen und wir, glaube ich, nur noch so ein paar Minuten haben. Okay, dann machen wir bei der 6 weiter. Du hast es eben schon die Wikipedia ja erwähnt, aber was viele überhaupt nicht wissen, ist, dass die Wikimedia Foundation, die die Wikipedia betreibt, auch ein Projekt namens Wikiversity hat. Das ist dazu da, um Software, Inhalte und Methoden auf freier Basis zu entwickeln. Also die Plattform steht, um so etwas zu entwickeln. So, und Nummer 2, du sagtest von diesen Projekten mit den homöopathischen Teilnehmerzahlen. Es gibt also eins, was unheimlich großen Zulauf hat, nämlich Audacity. Ich denke mal, ist es wert, auch mal kurz nachzugoogeln. Danke. Ganz kurz 2 Anmerkungen dazu. Das eine große MOOC-Anbieter heißt, dass man es gut googeln kann mit U am Anfang, Udacity. Das davor, da wollte ich auch was zu sagen, ich habe vergessen, was es war. Achso, Wikiversity, ja, ist ja jetzt nicht das boomendste Projekt gerade im letzten Jahr gewesen, muss man vorsichtig zu sagen. Aber tatsächlich gibt es eine in Deutschland inzwischen jetzt in den letzten 1,5-2 Jahren auch in die Gänge kommende Bewegung um Open Educational Resources. Und Wikimedia Deutschland hat die erste große Konferenz 2013 dazu ausgerichtet und ich durfte die kuratieren. Und das ist sehr gut im Netz dokumentiert, also einfach, wer sich dafür interessiert, OER für Open Educational Resources, OER-Konferenz 2013 hieß die originellerweise auch. Und wer sich dafür interessiert, nachgucken. Okay, dann machen wir bei der 7 weiter. Ja, hallo, ich bin Abiturient einer Top-10-Medienschule in Hessen. Ja, und ich muss diesen Scheiß halt täglich erleben, den du uns hier so schön präsentiert hast. Und die Schüler gehen ja auch auf öfteren Mal auf die Lehrer zu und versuchen zu erklären, was läuft falsch, was stellen wir uns anders vor, was würden wir gerne machen. Aber wir werden halt immer dann reduziert auf, wir haben ja kein abgeschlossenes Pädagogikstudium, wir wissen ja gar nicht, wovon wir reden und wir ist schon ganz gut so, wie wir das machen. Und ich würde jetzt einfach gerne wissen, wie können wir auf die Lehrer zugehen, wie können wir auf die Schulleitung zugehen und wie können wir auch vielleicht auf die technischen Verantwortlichen an unserer Schule zugehen, um da ein bisschen Gehör zu bekommen. Ja. Also ich glaube, du hast eigentlich schon den richtigen Ansatz so halb eben genannt. Also die Sachen, wo richtig tatsächlich vielversprechende Ansätze zu finden sind, das ist nicht Deutschland, also selten gibt es da gute Beispiele, aber ich war neulich auf einer Konferenz in Tokio und habe da gelernt zum Beispiel von ganz großen Projekten in Korea zum Beispiel, wo die Schulen insofern versuchen umzukrempeln, indem sie für solche Fortbildungsprogramme etc. immer Tandems ausbilden und zwar immer tatsächlich ein Schüler und ein Lehrer und zum Beispiel, wie man digitale Materialien erstellt, lernen die dann zusammen. Der Lehrer ist eher für das Pädagogische zuständig, der Schüler ein bisschen mehr für die Technik, aber die arbeiten auch nach dieser Fortbildung noch zusammen
Und das ist nach dem, was ich da gelesen und gehört habe aus den Gesprächen, tatsächlich ein relativ erfolgsversprechendes Modell. Denn das ist ja tatsächlich so, es ist ja, Entschuldigung, niemandem zu nahe treten, aber hoffentlich so, dass die Schüler tatsächlich nicht so viel von Pädagogik verstehen wie die Lehrer. Und es ist wahrscheinlich aber auch realistisch zu sagen, dass die Schüler mehr von der Technik verstehen als die Lehrer. Und wenn die einfach tatsächlich sich ein Stück weit aufeinander zubewegen und anerkennen, dass die anderen jeweils eine Kompetenz, hoffentlich, haben in diesem Bereich und die voneinander profitieren könnten, dann könnte das natürlich eine traumhafte Liaison sein. Okay, wir haben zwei Fragen im Internet. Ich würde erstmal eine nehmen. Und zwar, ob die Probleme, die wir mit E-Learning haben, vielleicht weniger mit der Technik zu tun haben, sondern eher mit der Art, wie in den Schulen auf Unselbstständigkeit hin unterrichtet wird. Und ob Sie das bestätigen können. Okay, dann würde ich sagen, machen wir die zweite aus dem Internet auch noch hinterher. Genau, und zwar, was empfehlen Sie für Lösungen für die Schulen, die genau Sie zur Beratung holen? Die Frage habe ich akustisch nicht verstanden. Hier vorne ist eine beschissene Akustik. Was empfehlen Sie den Schulen für Lösungen, die Sie zur Beratung holen? Ah, okay. Dass man versucht, von den Einzelnen auszugehen, also zum Beispiel von dem Lehrer, dass der nicht sagt, irgendwie zum Beispiel, wie kann ich meinen Unterricht ganz anders machen, sondern erstmal für sich entdeckt, irgendwie, was dieses digitale Zeug für ihn verspricht. Also ich mag am liebsten immer die Geschichte von der Lehrerfortbilderin und Lehrerin aus Hamburg, Lisa Rosa, die immer die Geschichte erzählt hat, die hat mich sehr beeindruckt. Sie hat immer Fortbildung angeboten für Lehrer, wie man Blogs im Unterricht einsetzt. Und es war immer so mittelerfolgreich. Und dann hat sie das irgendwann so umgenannt, dass sie auch vom Inhalt und vom Titel her gesagt hat, es halt geht nicht mehr um, wie man Blogs im Unterricht einsetzt, sondern was sind Blogs. Und Lehrer haben erstmal nur den Auftrag gekriegt, guck mal, was es für Blogs gibt, die für euch interessant wären. Und wenn das für die interessant ist, dann kommt sozusagen das schon mehr oder weniger von alleine die Ideen, wie das auch sinnvoll für den Unterricht genutzt werden könnte. Also ich glaube, ein großes Programm wäre nicht gewesen, die Bundesregierung hat es ja jetzt, die Große Koalition, nicht beschlossen, irgendwie einen Computer pro Kind oder sowas, aber wenn man jedem Lehrer mal ein Tablet schenken würde, das wäre ein Ansatzpunkt, der wird schon ein bisschen weiterführen. Gut, dann machen wir bei der 8 weiter. Ja, danke für den schönen Vortrag. Ich muss jetzt mal eine Lanze für die Kollegen brechen. Wir sind meistens schuld, aber nicht immer. Die Sache ist einfach die, wenn ich mir die Schule anschaue und wenn ich sehe, was meine Schüler teilweise im Internet erleben, möchte ich, wenn ich mich selber damit nicht vernünftig auskenne, mich nicht weiterführend damit auseinandersetzen müssen. Das ist leider so. Das Problem haben gerade die älteren Kollegen. Außerdem, wenn ich mir die letzten 3 Monate in den Medien rückwirkend durchlese, von Bundesländern, die Lehrern verbieten möchten, Facebook zu benutzen, dann denke ich mir, dass die Rezeption von Internet im Zusammenhang mit Bildung und Lehrern und Schule insgesamt sich ändern sollte, bevor sich überhaupt irgendwas in Schule ändern kann. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele tolle Ansätze, gerade von jungen Lehrern, aber die sind nicht umsetzbar, weil weder das System noch die Gesellschaft vernünftig dafür bereit sind. Das ist mein Eindruck. Ich würde nur den ersten Satz gerne unterstreichen wollen, also das war jetzt die undifferenzierte Stunde des Jöran Muß-Mehrholz. Man muss aber natürlich sagen, dass irgendwie ein Großteil der Lehrer tatsächlich sich jeden Tag in den Schulen den Arsch aufreißt und die haben tatsächlich 10 Baustellen, die genauso groß sind wie dieses digitale Wandelzeug, aber die meisten davon sind tatsächlich noch ein bisschen dringender. Wenn ich da in der Klasse eben gerade irgendwie, weiß ich nicht, was für Kriege habe, was für Probleme habe, was für Herausforderungen habe, dann kann da noch was so schön sich gerade gesellschaftlich wandeln. Ich habe gerade akutere Dinge zu lösen. Insofern volle Unterstreichung des ersten Punktes. Respekt. Zu den Lehrern, für okay. Die Lehrer. Okay, letzte Frage bei der 2, würde ich sagen. Da steht, glaube ich, am längsten schon jemand. Ich versuche schnell zu sprechen. Erst Ermutigung. Ich habe 2001 in den USA in einer Suppenküche mitgeholfen, die 3 Standbeine hatte. Ernährung von Obdachlosen, Ermöglichung und Ausbildung für Bewerbungsgespräche und 3. Standbein, Internetfähigkeit den Leuten geben, weil sie gesagt haben, nur wer das Internet benutzt, findet auch einen Job heutzutage. Zweitens die Frage von mir, Sie haben immer wieder darüber gesprochen, dass die Lehrer zu viel, oder die Fortbildung zu viel
Fokus legt auf, wie die Lehrer diesen Inhalt präsentieren. Ich habe in Übungsgruppen, die ich geleitet habe als Tutor an der Uni, festgestellt, die beste Lehrmethode für die Studenten war es, dafür zu sorgen, dass die Guten den Schlechten es beibringen, weil dann beide das fokussiert haben. Wie sehen Sie das im Kontext mit dem digitalen Lernen? Ja, also den letzten Punkt würde ich auf jeden Fall einfach so sagen, ja, genau richtig. Andererseits muss man aber sagen, es ist jetzt nicht nur eine Frage des Inhalts, wie man diese Fortbildungen und Ausbildungselemente macht, sondern es gibt sie zum allergrößten Teil einfach nicht. Also ich habe irgendwie einen Lehrauftrag an der Uni Lüneburg gehabt, da mussten in einem Fach namens Informations- und Kommunikationstechnologien im Unterricht die Lehramtsauszubildenden eine Veranstaltung in ihrem Studium dazu besuchen. Das ist jetzt aber auch gestrichen worden. Okay. Ja, die haben dann einen PowerPoint-Kurs gehabt in der Regel. Okay, wenn es ganz, ganz schnell ist, lasse ich noch die 1 einmal zu, aber dann war es das auch. Ich hätte noch mal eine Frage speziell zu den Tablets. Heutzutage, man liest ja jetzt immer öfter, Schulen führen irgendwie iPads ein und sind ganz modern und neue Medien und so weiter. Dabei sind natürlich iPads geschlossene Systeme, die jetzt nicht die flexible und die Lernumgebung ermöglichen und die anpassungsfähige, sondern es gleicht alles mehr einer Produktschulung als einem selbstbestimmten Lernen. Die Frage, siehst du das genauso? Und wenn ja, was kann man dagegen tun, gegen diese Entwicklung? Die kurze Antwort lautet, ist ein Link, also der aktuelle Artikel, der auf joran.de steht, beschäftigt sich genau mit der Frage, habe ich da vorletzte Woche raufgetan. Da steht es dann irgendwie so etwas differenzierter, als ich jetzt die ganze Zeit hier argumentiere. Ja, ich denke, die Tatsache, dass wir noch, ich glaube, 5 oder 6 Fragen im Raum stehen haben, zeigt, dass das hier ein sehr interessanter Vortrag gewesen ist, der hier uns allen gefallen hat. Und dafür würde ich gerne noch mal einen dicken Applaus haben wollen. Danke.